Ja, und damit ein herzliches Willkommen, liebe Welt. Mein Name ist Grimsekarl und heute spielen wir den Seilbahn Simulator 2014. Ja, ich würde sagen, da vorne ist eine Katze. Das bedeutet, das ist das Intro. Bitte, das ist das Intro. So, jetzt sind wir hier wieder zurück. Hallo, liebe Welt. Und es ist ein bisschen laut. Moment mal. Ein bisschen runter hier. Runter hier. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen leiser. Ja, also, mein Name ist Grimsekar. Ich bin alleine hier auf dem Channel. Alles hier geht nur von mir aus. Also Schnitt, Aufnahme, alles mögliche rendern, komplettliche rendern. Komplett mache ich komplett alleine. Also da steckt kein großes Ziel dahinter. Falls ihr durch dieses Video aufmerksam geworden seid, so rum, dann habe ich das jetzt auch mal ganz kurz gesagt. Wir spielen den Seilbahn Simulator 2014. Wir springen jetzt nicht gleich. Ich sage nur ein, zwei Sätze zu dem Seilbahn Simulator. Ja, Seilbahn Simulator, wie ihr es wahrscheinlich schon denken könnt, wir bauen hier Seilbahnen. Wir bauen hier Seilbahnen. Mehr ist in diesem Spiel eigentlich auch nicht enthalten, wirklich. Man kann auch so ein paar Burgen und ein paar Hotels kaufen und sowas. Und pünktlich zum, also nicht pünktlich, also jetzt hier so Anfang Dezember kommt jetzt da die Winterkarriere. Utzi, utzi, utz. Und ja, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen mathematisch. Ich starte mal ein neues Spiel. Wir nehmen den leichten Winter, weil es gerade auch draußen Winter ist. Wir könnten auch den schweren Sommer nehmen. Den herausfordernden. Das kleine Problemchen bei dem Seilbahn-Simulator ist leider, dass ich das nicht ganz fertig spielen kann. Ich schraube da nochmal ein bisschen an den Einstellungen rum, damit wir das nochmal fertig spielen können. Weil das letzte Mal, ich habe das schon gespielt, aber das ist schon ein Jahr lang her. Und damals, als ich das vor ein Jahr lang her. Und damals, als ich das vor einem Jahr lang mal gespielt habe. Da konnte ich es leider noch nicht zu Ende spielen. Jetzt habe ich mittlerweile neue Dinge in meinem Computer drin, in meinem Rechner. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt funktioniert. Also, ich würde sagen, wir starten den leichten Winter und bis dahin. Tschüss. Nein. Tschüss. Ach, jetzt kommt das mal der Ladebalken, natürlich. Tipp kaufen und erweitern Sie Attraktionen, um mehr Besucher anzulocken und Geld zu verdienen. Ja klar, können wir doch mal gerne machen. Ja, hier mal mit einer wunderschönen Grafik. Und ja, wir sind jetzt hier in unserer hübschen Map. Das alles können wir kaufen, später mal. Aber im Moment müssen wir leider noch mit dem Plog auskommen. PLOG. Hauptmission 0,0% haben wir da gemacht. Ich würde sagen, das spielen wir mal. Die Musik ist zwar cool. So, mit dieser atemberaubenden Kamerafahrt geht es jetzt hier rüber. Willkommen in Ihrem ersten Gebiet. Sie haben den Seilbahnbetrieb Ihres Onkels Bob geerbt. Der letzte Wunsch des entfernten Verwandten ist, dass Sie seine Firma übernehmen und ihr zu neuem Erfolg verhelfen. Viel Spaß. Jetzt auch seinem Sohn übergeben können, auch natürlich uns. Wir müssen natürlich die ganze Drecksarbeit machen. Das Gebiet soll für Wintersporttouristen vorbereitet werden. Öffnen Sie den Baumodus und bauen Sie eine Seilbahn zur naheliegenden Skipiste. Okay, das machen wir. Welche sollen wir jetzt machen? Hallo? Ah, okay, die hier. Ne? Dann klicken wir jetzt hier drauf. Und wir können jetzt hier entweder eine fixe Sesselbahn CLF bauen. Ja, mehr können wir leider gar nicht tun. Ja, dieses Spiel ist auch Doppelmayr, also eine österreichische Seilbahnfirma. Huch, ist ganz berühmt. Hat in der ganzen Welt schon. Lol. Schon ihre Firma quasi verbreitet, baut in der ganzen Welt Seilbahnen und ist Weltseilbahn und ist quasi Weltmarktführer in Seilbahn bauen. Der hat quasi hier so ein bisschen mitgewirkt und hat so gesagt, ja, die Sesselbahn kannst du mal bauen und sowas. Ja. Also ihr seht hier, das ist zu nah am Boden, deswegen ist es hier auch so rot und ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich jetzt überhaupt drehen kann. Hallo? 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 Ich melde mich mal kurz gleich wieder. So, das sind wir wieder. Huch, ich wollte hier gar nicht raus. Ja, mit dem mittleren Mausrad kann man drehen, das weiß ich jetzt.
Mal ganz kurz hier Kopfhörer gerade rücken. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Toll, jetzt reagiert mein Samen-Simulator nicht mehr. Ey. Tja, also solche technischen Defekte kommen eigentlich bei Grinseka selten vor. Hallo. 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 Ey. Okay. Hallo. Hallo. Ich will mal ganz kurz hier das Problem. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt geht's wieder. Huch. Sehr gut. Wir müssen diese Seilbahn hier bauen. Also das war das Placeros. Und dann können wir hier noch so diese Masten hinstellen. Pylone. Also das ist so ein bisschen ein entspannteres Let's Play. Kann ich jetzt hier die Höhe verstellen? Also können wir hier ganz hoch oder ganz runter oder 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 ganz hoch. Okay. Ja, dann kann ich hier noch diese Rollenbiegung hier verändern. Und dann hier noch den Rollenwinkel, also so. Ich würde sagen, so passt es jetzt erstmal. Na, also guck mal, hier unten geht's. Hier unten ist schwarz, aber da wo es rot ist, geht's nicht. Na, also, so. Jetzt ist auf beiden Seiten schwarz, also wir können das so speichern. Und hier ist überall schwarz, aber hier ist natürlich noch nicht. Und mal, um mal ein bisschen Baukosten zu sparen, klicke ich jetzt hier einfach mal auf das Ding drauf. Klicke auf neu positionieren, dann kann ich das hier überall hinsetzen. Mann, ist das lange her, als ich das mal gespielt habe. Heieiei. Das war ja schon über ein Jahr her. Alter Strawutzki, hey. Ach, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Vielleicht erzähle ich euch mal in dieser Folge über meinen allerersten Kanal auf YouTube. Der hat nämlich auch mit dem Seilbahn-Simulator. Ach, und jetzt ist es hier zu weit entfernt, seht ihr das? Deswegen machen wir hier noch so eine Stationsausfahrt. Dass die quasi hier die Passagiere schnell hinauf auf den Berg befördert. Nö. Das muss noch weiter nach. Mensch. Stimmt hier natürlich der Rollenwinkel nicht mehr. Manometer. Also es wird so 20 Minuten lang so gehen. Sag mal. Also es ist schon ein bisschen mühselig manchmal. Hallo. Ich habe übrigens nochmal die Grafikeinstellung noch ein bisschen hochgestellt. Damit hier nicht so mit so einer schämigen Grafik zu. Also die Grafikeinstellungen waren eigentlich schon relativ minimal. Jetzt müssen wir da noch weiter hoch. Ja, also wenn ich so eine Pylone baue, ist natürlich viel teurer, als wenn ich sie so baue. Deswegen baue ich da jetzt gerade nur das. Ja, gut, da passt's. Hier nochmal eine Pylone hinstellen, habe ich keinen Bock, deswegen. So passt. Oder Winkel passt jetzt. So. Da unten. Oh Mann. Also ja, Grinse Karl, der liebe. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen noch eine dritte Pylone bauen. Also bauen wir jetzt hier noch eine Pylone hin und lup. Und wupp. 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 Das ist auch ein bisschen fröhliches Klicken, aber. Naja. Ich krieg hier noch die Krise. Früher ging das viel einfacher. Ja, ich muss erstmal reinkommen. Mensch. Ja, an alle neuen Zuschauer, herzlich willkommen auf Grinsekarl. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt durch dieses Video. Ey, sag mal. Ja, also Grinsekarl ist ab und zu mal ein bisschen verpeilt. Mensch. Geradeaus, so passt. Oh, endlich! Gratulation! Diese Gesamtkosten ist 1869,30 Euro. Höhenanstellung 4,7 bis 32,7 Meter. Kosten 80 Euro. Was? Achso, ein Stahlröhrenpylon kostet 80 Euro. Und ist so variierbar.
Und dann bauen wir einfach mal die Bahn, würde ich sagen. Wenn ich die Bahn fertigstellen würde, die Bahn werden Baukosten von 1869,30 Euro veranschlagt. Okay, ja. Und Applaus, Applaus. So, hier haben wir jetzt hier unsere hübsche fix geklemmte Sesselbahn. Da können wir an- und ausschalten. Ticketpreis ist noch grün, ist noch grün, grün, ist noch grün, ist noch grün. Ja, jetzt sind wir schon im hellblauen Bereich, merkt ihr das? Und jetzt, wir sagen mal 2,50. Ich könnte, wenn ich jetzt hier so in totaler Geldabzocker hier mal 5 Euro verlangen würde, dann würden die Gäste nicht mehr kommen. Wir verlangen 3 Euro, das ist eigentlich ganz gut. Gondeln. Also wir können jetzt auch die Bahn ausschalten und sagen, oh ja, wir nehmen mal 20 Gondeln. Mehr als 22 gehen leider nicht. Aber das wirkt sich natürlich auch auf unsere, auf unseren Betrieb aus. Und Motorenauslastung. Stellen wir mal ein bisschen weiter hoch, dann fährt die Bahn auch schneller. Ich weiß nicht, ob sie dann mehr abgenutzt wird, aber naja. Stationsname, fixe Sesselbahn, die nennen wir die, nennen wir jetzt Grinse 1. Alles klar, dann Gondellackierung. Ja, passt. Also mit der Gondellackierung halte ich mich jetzt definitiv nicht aus. Ja, Verbesserungen im Gondelfahren. Wir können auch nochmal mit der Gondel mitfahren, aber ich glaube, das passt jetzt auch nochmal. So, Informationen, Zustand, also die Gondel, also die Seilbahn muss man dann auch ab und zu mal warten, weil die nützt sich natürlich auch ab. Und ne, wenn die halt schon so halb Fujikato ist. Oh, guck mal, da kommt sogar einer. Wenn die halt so halb Fujikato ist, dann kostet die natürlich tausendmal mehr, als wenn sie halt so, nur so Fujikato ist. Also ich könnte die jetzt für 104 Euro sanieren. Okay. Und, ne, der wartet jetzt hier hübsch auf die nächste Gondel. Leider wartet er so ein paar Tage. Und ich muss mal auch mal meinen Mauszeiger anwenden. Muss ich nachher auch umstellen. So, dann Stationsbewertung, naja, geht so. Also Grinse 1 lassen wir jetzt erstmal dabei. Und mit dieser atemberaubenden Kamerafahrt geht es jetzt auf die andere Seite des Berges. Weil die Skipiste wollen sie natürlich auch noch in Beanschlagung nehmen. Okay, Mission begonnen, Schnauze, ja, weiß ich, Mission abgeschlossen, danke. Eine Belohnung von 2500 Euro, das freut mich. Und noch eine neue Mission, die können wir jetzt auch. Okay. Dann gucken wir mal ganz kurz. Bau eine Seilbahn, bau noch eine Seilbahn, bla bla bla. Okay. Na, also hier sieht man, wie der Zustand von allen Bahnen ist. Sehenswürdigkeiten können wir später auch noch bauen. Da sind noch unsere Statistiken. Ja, ja, ist jetzt noch nicht so. Baukosten natürlich total. So, Darlehen nehmen wir keins auf. Dankeschön. So, wir investieren mal in Forschung. Und zwar kann man da eine neue Seilbahn, neue Warentransportbahn, neue Schienenbahnen, neue Gondelverbesserungen und neue Stationsverbesserungen. Ich würde mal sagen, wir machen. Ah ja, ne, ein Bladings. 10 Euro pro Tag. Und Stationsverbesserung vielleicht auch mal so 10 Euro pro Tag. Okay, dann machen wir hier mal eine neue Seilbahn. Zwar hier, und zwar nur, wir haben nur die fixe. Das wäre halt anders, wenn wir halt hier eine Forschung. Hallo! Forschung. Wenn wir hier halt in Seilbahn investieren würden. Das nächste war die Einseil-Umlaufbahn in Klammern MGD. Jetzt haben wir nur die fixe Seilbahn, also eine CLF. Ja, hier gibt es natürlich wieder dezente Problemchen. Und wie das altbekannte Spiel. Tralalalalala, tralalalala, so. Speichern. Das stimmt hier natürlich der Winkel nicht. Oh. Mensch, Leute. Die wollen mir hier doch nur das Geld aus der Tasche rausziehen. Im Moment haben wir 13 Besucher. Wow! Und 19.792 Euro. Naja. Okay, dann. Das ist gerade so ein kleiner Bug, seht ihr das? Hallo.
Perfekt. Hui. Ja, dann kommt dieses Video donnerstags. Aus dem schlicht erwähnten Grund, ich habe ein bisschen was umgestellt. Also ich habe mal ein bisschen den Sendeplan kaputt gemacht, sozusagen. Wenn ihr es so wollt. Ja. Also, Cyber-Simulator kommt jetzt immer donnerstags und mittwochs oder freitags. Kommt drauf an. Und ja. Okay. Ja, wir sind fertig. 1245,30 Euro, immer 30, das ist. Und was ist hier für eine neue Upgrade erforscht? Upgrade Motor schallgedämmt erforscht. Das freut mich. Und dann haben wir jetzt noch die eine Seilbahn, die ich gerade gelöscht habe. Okay. Bauen und ja. Und mit einem hübschen Klatschen haben wir jetzt hier unsere neue Seilbahn konstruiert. So konstruiert. So, und zwar 1,50 ist schon ein bisschen teuer. Nehmen wir einfach mal 1 Euro. Gehen aber nochmal auf volle Pulle, dann können wir auch mehr verlangen, glaube ich. Jo, dann können wir sogar schon 2 Euro verlangen. Das ist toll. Gut, so mag ich das. Stationsname ändern. Wir nennen die mal. Schiebipiste Sonnenseite. So, keine Ahnung. Sonne. Schiebipiste Sonne. Keine Ahnung. Was weiß ich. Verbesserungen öffnen? Nö. Obwohl. Jetzt können wir einen schallgedämpften Motor, den hatten wir nämlich vorhin noch forscht, einbauen. Ermöglicht leiseren Betrieb der Bahn und so, damit besseres Gefühl für die Besucher. Okay. Und dann sehen wir ja hier schon, bei den Informationen, die Stationsbewertung geht ein bisschen nach oben. Hui! Ich fliege! Und hier sieht man auch, hier soll eine neue Seilbahn hin. Hier sind zwar Pisten, dann schauen wir bis nach da unten oder so. Genau. Fragi. Lösch. Ah, jetzt haben wir noch eine Rollstuhlrampe, ey. Das geht mal ein bisschen zu fix hier. Kurz mal deren Gehälter, wir machen dann nur 3 Euro. Ansonsten kriege ich ja hier noch, bin ich ja noch arm. Hier können wir jetzt einen Schlepplift, also einen SL bauen, ohne eine fixe Sitzwand. Die haben das Schlepplift ruhig verdient. Sollen die doch frieren. Mir doch egal. Ja, ein Sessellift hat natürlich auch ein bisschen an, Sessellift. Ein Schlepplift hat natürlich auch ein bisschen andere, Masten. Pylon. Und das, da können wir jetzt aber die Höhe nicht verstellen. Bedeutet, wir müssen jetzt nur mit der Rollenbiegung, und dem Rollenwinkel arbeiten. Und so passt es. Das machen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter runter. So. Passt. Hey. Pass mal auf. Dich positionieren wir hier. So. Ich kann es doch nicht mitten auf die Piste stellen. Hat doch einen Schuss. Hallo. Ich stelle einfach mal mitten auf die Piste. Ist doch egal. Mensch. Aber die Musik ist schon so ein bisschen spannend. Ach ja, das erweckt wieder Erinnerungen. An diese Zeit in meinem Leben, als noch alles schön war. Ja, Simon Simulator kam am, lass mich jetzt nicht lügen, kam Ende Juni 2014 raus. Also das ist schon ein Weilchen her und seitdem habe ich das Spiel auch. Also ich habe mir das vorbestellt, dieses Spiel. Aus dem einfachen Grunde, weil ich einfach. Die stehen den 2 Meter voneinander entfernt. Was wollt ihr eigentlich? Ich kann doch nicht jede 2 Meter einen Mast bauen. Das kann doch wohl nicht angehen. Die Pylonen. Also ein Sessellift, der ätzt schon ein bisschen. Ich glaube, hier wäre es nicht optimal, hier einen Sessellift. Ich glaube, das finde ich super. Aber das haben wir in den Kopf gesetzt und haben wir es auch. Jetzt stimmt natürlich hier oben der Winkel nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt hier mal ein bisschen nachjustieren. Sehr gut. Dann passt es da oben schon mal. Dann müssen wir hier noch so ein bisschen hier so.
So, es hinkt hier irgendwie wieder das Seil durch. Dann setzen wir das hier einfach mal ein bisschen weiter runter. So. Ja, und ob wir diese Seilbahn voll fertig werkeln können, das seht ihr nämlich in der nächsten Folge vom Seilbahn Simulator 2014. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und falls ich euch aus irgendeinem komischen Grunde gefallen habe, dann könnt ihr mal gerne auf den Grinsekal da unten drauf gehen und mal gucken, was der sonst noch so treibt. Falls euch der Kanal allgemein gefällt, dann könnt ihr ja auch sogar ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Grinsekal spielt Seilbahn Simulator 2014 wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch eine schöne Nacht oder noch einen schönen Winter, keine Ahnung, was auch immer. Bis dahin, tschüss.